unterschiedlich philosophische Ansätze. Mein Diskussionspartner Born Mehner ist der Meinung, dass der Bundespräsident das Land nach außen und nach innen repräsentiert. Ist in Ordnung. So. Ich bin der Meinung, und auch nach innen repräsentiert und auch die richtigen Worte findet. Das ist die eine Möglichkeit. Also quasi die rhetorische Macht, die er hat aufgrund seines Amtes. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wir haben zwei Säulen in dem Land, die sind direkt gewählt. Nur zwei. Die Exekutive ist es nicht, die Judikative aus der Natur heraus ist es nicht, die Legislative, das Parlament ist es und der Bundespräsident. Das sind die zwei tragenden Säulen des Verfassungsbaus, die direkt gewählt sind. Daher kommt ihm eine besondere Verpflichtung zu, an der Seite der Bürger zu stehen, der Regierung in die Parade zu fahren. Ich erinnere mich an eine Begebenheit und ich möchte sie dir sagen. Wir erinnern uns an den Voramtsvorgänger Thomas Klestil. Der Höhepunkt der Revolten und der Proteste gegen die Pensionsreform war in den 2000er Jahren. Die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund, ist mit 100.000 Leuten auf die Straße gegangen. Kärntens Landeshauptmann hat gesagt, dieser Pensionsreform sind die Giftzähne zu ziehen. Wir erinnern uns. Die Regierung Schüssel hat eine Pensionsreform vorgelegt, von der ich der Meinung bin, dass sie wahrscheinlich unser ganzes Pensionssystem gerettet hat, bevor wir an die Wand gefahren werden. Das sage ich bei der Gelegenheit auch. Aber es waren bei der Hackler-Regelung, beim Nachtschwerschichtarbeitergesetz, es waren wirklich unsoziale Maßnahmen drinnen. Was hat Thomas Klestil gemacht? Thomas Klestil hat seine Rolle als Staatsnotar sofort verlassen, hat sich die Minister zitiert, in die Hofburg, den Arbeiterkammerchef Dumpel, Gott hab ihn selig, den ÖGB-Chef Wierzetnitsch, auch schon zurückgetreten, und hat einen Sozialpartnergipfel mit der Regierung bei sich im K&K-Jagdzimmer, diesem grünen Jagdzimmer, für 7 Stunden organisiert und hat gesagt, so meine lieben Freunde, seine ersten Worte waren, und ich kann mich sehr genau erinnern, bevor man keine Lösung hat, geht es da nicht aus. Da sind sie alle gesessen, der Schüssel so, der Wierzetnitsch so, der Dumpel so, und haben gesagt, gut, okay, wir haben es verstanden. Und am Ende haben wir eine Pensionsreform dann beschlossen mit den Sozialpartnern, deren Giftzähne gezogen wurden und die Menschen nicht killen konnte in Wahrheit und sozial verträglich war, im größtmöglichen Ausmaß, sofern es bei einer Reform überhaupt geht. Was macht er jetzt? Das hätte er in der Hand. Er könnte sagen so, Kanzler her, Energieministerin her, Arbeitsminister her, Sozialminister her, alle zu mir, die Sozialpartner her, die Wirtschaftskammer, die Industriellenvereinigung, alle Stakeholder in der Republik, die Konsumentenvertreter, die Arbeiterkammer her, die unter dem Leid den Großhandel her und sagt das so. Das ist das Maria-Theresien-Zimmer, da stelle ich jetzt einen Sitzungstisch hin, statt ein Schlafbett von der Maria-Theresia, und dort sitzen jetzt die 20 Handeln. Und ich sage euch was, ich gebe euch jetzt Zeit, 10 Stunden, bis um 22 Uhr, und dann steigt weißer Rauch aus. Und zwar nicht Chesterfield-Rauch, sondern tatsächlich der Rauch, der Segen, und das in dem Land, was weitergegangen ist. So. Das tut er nicht. Und was er geht spazieren, er führt die Schulie aus, sein liebes Hunderl, ist auch in Ordnung, so muss ich auch Scheißel machen gehen. Aber das erwarte ich mir von einem Bundespräsidenten. Und was soll